Zeit, dass da was mäht. 20 Jahre nach seinem Leinwanddebüt holen die Macher von Wallace & Gromit ihr berühmtes Schaf Shaun zurück auf die Kinoleinwand. Shaun, das Schaf, der Film. Ohne Worte. Und so fing alles an. Das Regie- und Autorenduo Mark Burton und Richard Golisdasek suchte nach Ideen, wie man aus Shaun, dem berühmten Fernsehstar, einen echten Kinohelden machen könnte. Wenn man eine Fernsehfigur wie Shaun auf die Leinwand bringen will, muss man sie zuerst aus ihrer Komfortzone holen, aus ihrer eigenen Welt. Das schafft man nur, wenn man Shaun und seine Herde von der Farm wegholt und dorthin schafft, wo das Leben wirklich schwierig für sie ist. Was ist das Gegenteil von Landleben? Die große Stadt war die naheliegende Antwort. Shaun hat es satt, sich vom Bauern täglich vorschreiben zu lassen, was er zu tun hat. Und so nimmt er sich einen Tag frei. Währenddessen rast der Bauer auf einem chaotischen Trip in die Stadt. Shaun begreift, dass er die Situation retten muss und fährt ebenfalls in die Stadt. Shaun ist für uns eine großartige Geschichte. Denn alles begann mit einer kleinen Nebenfigur, die über all die Jahre zu einem großen, unvergesslichen und liebenswerten Helden herangewachsen ist. Bei Shaun sehen wir die Welt der Schafsfarm so, wie wir Menschen sie nie zu sehen bekommen. Was Schafe so treiben, wenn die Menschen nicht hinsehen. Durch die TV-Serie hat man schnell das große Herz der Figur erkannt. Und so wurde ein langes, erfolgreiches Format daraus. Im Kinofilm erzählen wir von der emotionalen Beziehung zwischen Shaun und dem Bauern. Aber wir zeigen auch eine neue Welt, die surreal ist und voller Slapstick. Ich hoffe, wir verbinden das Beste aus beiden Welten. Hüte dich vor deinen Wünschen, das ist die Prämisse des Films. Dieser kleine Wunsch, sich einmal frei zu machen vom eintönigen Farmalltag, führt zu diesem großen Abenteuer. Aber letztlich auch zu der Erkenntnis, dass Shaun die Farm liebt, den Farmer und sein Leben. Shaun ist wie ein 12-Jähriger, der seine Grenzen austestet. Wenn er ein Schild liest, wo drauf steht, nicht drücken, drückt er erst recht drauf. Durch den Film hatten wir die Möglichkeit, neue Charaktere vorzustellen, denen Shaun in der Stadt begegnet. Eine dieser Figuren, die ich besonders mag, ist ein Straßenköter namens Slip. Man kennt solche Figuren aus alten Stummfilmen. Er freundet sich mit Shaun an. Und dann haben wir noch Trumper. Trumper ist offizieller Tierfänger. Er hat ein riesiges Problem, als Shaun mit seiner Herde auftaucht. Trumper dachte wohl immer, er wird einmal Mitglied einer Spezialeinheit. Das hat er aber nicht geschafft. So wird er eben Tierfänger und terrorisiert all die streunenden Tiere der Stadt. Es war eine große Herausforderung, Shaun in die Stadt zu bringen, weil die Zuschauer glauben sollen, dass Shaun den Kontakt zu den Menschen nur sucht, wenn es wirklich nötig ist. Und so wird der Ausflug in die Stadt für Shaun und seine Herde zu einem abenteuerlichen Versteckspiel. Weil die Schafe in die große Stadt gehen, müssen sie sich als Menschen verkleiden. Die Regisseure wollten, dass sie einerseits menschlich aussehen, aber auch immer noch wie eine Gruppe von Schafen. Teil des Design- und Animationsprozesses war herauszufinden, wie die Schafe in ein Kostüm passen, aber auch, wie sie sich darin bewegen. Die Idee von Golly und Mark war, dass sie beim Gehen immer ein wenig außer Kontrolle geraten, wie Menschen in einem Pferdekostüm. Und
Als ich das Drehbuch zum ersten Mal las, dachte ich, die Geschichte hat einen fest umrissenen Schauplatz. Doch dann wurde mir klar, dass es viel mehr erforderte, nämlich eine komplette Stadt. Und man muss erst mal dorthin gelangen. Tatsächlich mögen wir große Sets. Kleine Sets sind knifflig, die Ellbogen stören, alles wackelt. Kein Problem bei den großen Sets. Man kann vieles verstecken, indem man einfach einen großen Baum davor stellt. Weil man alles bauen muss, muss man auch an alles denken und zum richtigen Zeitpunkt aufbauen. Erst kommen die großen Dinge, dann muss man überlegen, worauf sie stehen und ob die Animatoren später damit arbeiten können. Da kommt vieles zusammen, bis hin zu den kleinsten Details, den Requisiten. Alles muss berücksichtigt werden. Ein Film, der aus vielen tausend Einstellungen entsteht, in dem alles von Hand gemacht ist, ist ein ziemlich außergewöhnlicher Prozess. Nach einem Monat fiel uns auf, dass Räder fehlen. Und so mussten wir anfangen, Fahrräder zu bauen. Wir kaufen keine Komponenten hinzu. Selbst die kleinsten Teile bauen wir alle von Grund auf selbst. Sobald die Geschichte steht, arbeite ich mit den Animatoren wie mit Schauspielern, denn sie agieren durch ihre Figuren. Die Figuren müssen, verglichen mit der TV-Serie, eine größere Bandbreite an Emotionen ausdrücken. Deshalb machen wir viel mehr mit den Augen. Das wird auf der großen Leinwand natürlich noch deutlicher. Weil wir im gesamten Film keinen Dialog haben, auf den wir uns stützen können, ist es Sache der Regisseure und Animatoren, festzulegen, wie eine bestimmte Szene gespielt wird. Das ist eigentlich ganz befreiend. Es gibt immer wieder tolle und überraschende Dinge, die in der Arbeit mit den Animatoren entstehen. Man hat eine bestimmte Idee im Kopf und muss diese ausdrücken. Und dann spielt man manchmal die Szene tatsächlich vor und dreht ein Video davon. Es macht wirklich Spaß, mit den beiden zu arbeiten. Die größte Herausforderung ist, beide zufriedenzustellen, denn manchmal haben sie ganz unterschiedliche Ideen. Sie sind sehr leidenschaftlich, was die Geschichte angeht. Weil sie sie auch geschrieben haben, verstehen sie die Emotionen und alle anderen Elemente der Story. Ich bin Justin Fletcher und ich spiele Sean. Das ist eine große Herausforderung, denn anstelle von Wörtern nutzen wir eine ganze Reihe von Lauten und Ausdrücken. Kannst du einen Gähnseufzer? Das erste ist ein Atmen, das zweite ein Piepsen. Das klingt verrückt, aber es steckt doch einiges dahinter. Manche Szenen sind sehr ergreifend, da muss man nur wenig machen. Vielleicht nur ein kleines Luftschnappen oder Ausatmen, aber es setzt den Tonfall der Szene. Das Schaf verzichtet auf Dialog und so spielt Musik eine noch wichtigere Rolle. Natürlich musste auch Seans Titelthema dabei sein. Es gibt ja auch keinen Bond-Film ohne James-Bond-Thema. Man muss den Leuten geben, was sie erwarten. Aber wir brauchten auch viele andere musikalische Ideen. Es hat wirklich Spaß gemacht, neue Songs für den Film zu schreiben. 'Cause every day feels like summer with you.
Und geschrieben habe ich sie mit Nick Hodgson von den Kaiser Chiefs und Tim Wheeler von Ash. Es ist definitiv eine große musikalische Chance für einen Komponisten, einen Soundtrack zu machen, der zudem noch so im Vordergrund steht. Animation ist eine Form des Filmemachens. Und Filmemachen ist eine Form des Geschichtenerzählens. Und deshalb haben wir viel Zeit damit verbracht, eine Geschichte zu schreiben, die einen berührt. Es geht nicht nur um Gags. Sie bedeuten nicht viel, wenn sie nicht aus den Figuren kommen. Wir haben es immer geliebt, Figuren zu erschaffen, die glaubwürdig sind. Im Kern ist es eine emotionale Geschichte darüber, dass man seine Liebsten nicht für selbstverständlich halten soll. Wenn man Sean liebt, liebt man auch diesen Film. Man bekommt ein großes 80 Minuten langes dreistöckiges Sean-Sandwich. Ich glaube, die Zuschauer werden Sean das Schaf lieben. Es ist vor allen Dingen ein wirklich witziger Film. Aber man wärmt sich auch an den Figuren, die es nun schon so lange gibt. Für mich sind sie mittlerweile absolut real. Und ich hoffe und denke, das spürt man. Kleine Schafe, großes Abenteuer. Sean das Schaf, der Film.